Colors bei Icebrink. Cristiano Infantini präsentiert seine Schmuck-Sommertrends. Der renommierte Schmuckdesigner Cristiano Infantini präsentiert seine neueste Kollektion für sein Label Icebrink. Nun hat er sein Atelier in Wien angesiedelt und die Stadt zu seinem Labels Mittelpunkt gemacht. Your Planet traf ihn mit seiner Lebensgefährtin Roberta in seiner Werkstatt im 15. Bezirk. Wir sind heute im Atelier von Cristiano Infantini. Er ist ein Künstler, der ist in Lecce geboren, vor ca. 50 Jahren und seit 7 Jahren in Wien. Und er hat die Kunsthochschule in Lecce gemacht, Goldschmidt, und hat in Mailand vorher gearbeitet und dann ist er nach Wien übersiedelt. Und wir haben immer probiert anzufangen. Wir haben es jetzt wirklich loslegen können. Danke, Herr Franz, der diese tolle Werkstatt im 15. Bezirk uns zur Verfügung gibt, wo Cristiano endlich wirklich nicht nur die Basic-Produktionen machen kann, sondern auch wirklich neue Sachen designen und sich ein bisschen austoben. Eine Geschichte von Leidenschaft und Tradition, geboren in Lecce, umgeben von der prächtigen barocken Architektur seiner Heimatstadt, entwickelte Cristiano Infantini schon früh eine Leidenschaft für Kunsthandwerk und Design. Seine Schmucklinie Icebrink ist bekannt für ihre komplexen Spiralringe, die handgefertigt und mit ausgesuchten Materialien veredelt werden. Prinzipiell, die Grundmaterial ist Silber 925. Es ist wichtig zu sagen, Silber ist der pureste Silber. Und die Ringe, die Cristiano macht, deswegen auch der Name Icy Spring, das ist Infantini Cristiano Spring. Spring heißt die Feder. Und die Ringe, die er macht, wie man sehen kann, schauen sehr einfach aus, aber in Wirklichkeit, der Spiel ist in den richtigen Dimensionen des Ringes. Er macht dann nur 2 Größen, weil man kann selber den Ring regulieren. Deswegen ist es ganz wichtig, das Material, das ist zum Beispiel in Gold nicht möglich, weil Gold viel zu hart ist, aber mit Silber geht, weil es ein weicheres Material und du kannst es wirklich damit spielen und du kannst es wirklich an jeden Finger anpassen. Wir machen prinzipiell nur es gibt auch keine Männer- oder Frauengröße, das sind einfach mal größere Ringe oder kleinere Ringe. Und das ist natürlich cool, weil du kannst es auch, je nachdem, kannst du auch Finger wechseln. Der Name Icebrink leitet sich von den Initialen des Designers ab und La Molla ab, dem italienischen Wort für die Quelle. Für Infantini steht der Frühling als Symbol für den endlosen Zyklus von Anfang und Ende, eine Inspiration, die sich in jeder seiner Kreationen widerspiegelt. Da dove prendi, cioè da dove è nata l'ispirazione prima per l'Icy Spring? Prima dell'Icy Spring? No, la prima, cioè da dove è nata proprio l'idea dell'Icy Spring? Oh, la reale. Non il braccialetto, cioè l'idea della molla, eccetera. No, della molla. Perché chiaramente io avevo questa stringa che è chiamato bordione in italiano, e l'ho girato al mio dito e l'ho tenuto così giocando, pensando di avere un pezzo da lavorare un domani, e la gente mi diceva che era un buon design quello che avevo al mio dito e mi chiedeva se io potevo realizzarlo. Wie vieles bei Cristiano, das hat einfach spielerisch angefangen. Weil er hat immer wieder gearbeitet mit Silber und irgendwann hat er einfach so eine Verga, heißt es. Und er hat es einfach auf Spiel, einfach so mit dem Finger. Und irgendwo, glaube ich, das hat er noch. Ja, das ist ein längeren. Und alle Leute haben gefragt, ach, das ist aber ein cooles Design, was ist das? Und er hat eigentlich, das war so eine Spielerei, aber eben und daraus ist witzigerweise das schon seit quanti anni che lo fai? Das ist 2016, vor, ja, das sind vor circa 10 Jahre, dass es die Idee entstanden ist. Molta gente ha cominciato a chiedermele e io ho cominciato a realizzarle, a metterli sulle dita e le persone poi quando dicevano che bello, io dicevo prova e poi lo vendevo. Das ist auch dieses Cristiano ist auch der, so wie auch wir suchen auch lange ein Testimonial oder jemand, der wirklich diese ganze Idee verkörpert. Aber in Wirklichkeit, Cristiano ist der beste Testimonial, nicht nur, weil er italienisch und gut ausschaut, sondern weil er wirklich auch dieses ganze Künstler und diese, es ist alles sein Stil, ich meine, das hat er auch gestern das T-Shirt gemacht. Er hat vorher auch mit Holz gearbeitet, mit Leder gearbeitet. Auch das Packaging, die sind zum Beispiel, wir haben einen Designer-Freund, der nur mit Leder arbeitet und wir bekommen alle Lederteile und daraus machen wir das Packaging. Und so haben wir auch ein Produkt, der absolut nachhaltig ist und keine, das ist alles auch philosophisch richtig.
In jeder Kollektion strebt Cristiano Infantini danach, seine Vision von Schönheit und Eleganz weiterzuentwickeln. Von einzigartigen Ringen bis hin zu beliebten Halsketten und Ohrringen bietet Icebring zeitlose Stücke für moderne Frauen und Männer, die Wert auf außerordentliche Qualität und Handwerkskunst legen. Der Grundidee ist Unisex, das sagt jeder, aber in Wirklichkeit, wir haben wirklich mit dieser Idee, machen wir nur zwei Größen. Das heißt, das ist mal für einen kleineren Finger, je nachdem auch, welche Handfinger man aussucht, oder Männer oder Frauen, weil es hat wirklich, ich habe es nicht gewusst, aber jede Hand ist anders. Und mit diesem System kannst du wirklich selber modellieren und anpassen. Es gibt Tage, wo man die Hand muss einen Ring abgeben oder verlierst du das, passiert dir nicht, weil du kannst das wirklich ganz leicht anpassen an deine Hand. Mit seiner Leidenschaft für Design und unerschütterlicher Hingabe an seine Handwerkskunst bleibt Cristiano Infantini ein wahrer Vorreiter, der Designer der nächsten Generation. Roberta verrät, wo man den hochwertigen Schmuck bekommt. Philipp Mali ist eine gute Adresse und sobald wie möglich icespring.com mit dem Online-Shop und natürlich alle unsere Kontaktdaten oder natürlich Instagram, was natürlich heutzutage noch der schnellste Weg ist, icespring.com.